So, jetzt gibt es noch einen kleinen Haul. Das mit 100%, wie heißt das, Demeter Bioland, hat noch nicht ganz geklappt, sage ich mal so. Ich war gerade beim Netto einkaufen. Aber ist auch nicht so schlimm. Da habe ich ein paar Sachen gelockt, in Anführungszeichen. Und alles ist besser, als in Kochkost zurückzufallen. Ich habe jetzt einfach mal da was eingekauft und ich wollte nämlich auch nochmal die Erfahrung machen halt für den Vergleich von nicht belasteten konventionellen Obst, also was laut Greenpeace nicht belastet ist oder nur sehr wenig. Auch vom Geschmack her und von der Wirkung her, das wollte ich alles jetzt nochmal testen, jetzt wo ich ein bisschen mehr entgiftet bin. Ich mache mal die Fenster zu. Ja, das war so die Intention und auch um ein paar neue Früchte zu testen, die es ein Angebot gab und die ich nicht direkt irgendwie bei Orkos für 10 € pro Kilo kaufen wollte, so wie Kaktusfeigen zum Beispiel und Litschi. Ich weiß gar nicht, ob ich Litschi habe. Aber ich habe einen Einkaufszettel. So, dann packe ich das mal aus. Ein ganzer normaler Rucksack voll. Das riecht schon ziemlich geil wegen der Minze. Also frische Minze in Bio-Qualität. Hab ich da gekriegt. Es riecht halt wirklich krass wie halt ein Minzkaugummi, nur besser. Und sogar intensiver noch als ein Kaugummi. Habe ich richtig Bock für in den Bananensmoothie. Mache ich mir wahrscheinlich heute auch mit Brennnessel noch. So, dann habe ich konventionelle Erdbeeren. Die sind, ist mir gerade eben erst wieder eingefallen, konventionelle Erdbeeren oder Beeren allgemein sind nicht so gut. Ja, ich weiß auch nicht, was ich damit mache jetzt. Also ich werde sie natürlich einmal antesten und nicht so viel nehmen und dann gucken, was der Körper sagt. Und wenn nicht, dann muss ich sie halt verschenken. Konventionelle Erdnüsse, da sagt meine Liste gar nichts zu, wie das mit der Belastung aussieht bei Erdnüssen. Erdnüsse sind halt eh nicht so gut, aus welchem Grund auch immer. Aber besser, ich esse Erdnüsse als Kochkost. Hier gilt genau das Gleiche. Aber es könnte sein, dass sie wirklich stark einen stark runterziehen oder vergiften oder was weiß ich. Also ich hatte auf jeden Fall heute eine richtig starke Neuvergiftung gehabt. Also es hat sich nicht angefühlt wie die ganzen Wochen, die ich an Rückvergiftung erlebt habe. Ich habe Neuvergiftung gehabt, wahrscheinlich durch den Nylonstrumpf, weil ich ihn nicht heiß ausgewaschen hatte vorher, wo ich den Saft durchgezogen hatte, weil die sind ja halt auch mit Chemikalien bearbeitet und sowas. Und durch die Aubergine oder die Auberginenschale, wo Giftstoffe drin sind. Es könnten aber auch die Erdnüsse gewesen sein, wo ich halt wirklich eine gute Handvoll gegessen hatte. Da steht jetzt aber nicht geröstet drauf. Sind halt auch noch in der Schale. Ja. Wenn ich die vertrage, schenke ich die auch. Weinbeeren, ungezuckert, in Bio-Qualität, also Rosinen. Genau, Preise. Also für die Erdbeeren sind 750 Gramm, sind 2 Euro. Für die Erdnüsse sind 400 Gramm. Das war irgendwas mit 1,40 € oder so. Erdnüsse, 1,40 €, ja. Weinbeeren 125 Gramm. Trockenfrüchte 1,50 €. 100 Gramm, das ist extrem teuer, merke ich gerade. Ich krieg 500 Gramm für 4 Euro. Ja, ist auf jeden Fall extrem teuer, ich dachte mir. Ich habe keine mehr, aber die wollte ich zu Sprossen dazu machen. Dann habe ich, das habe ich noch nie probiert, Kaktusfeigen. Wenn ich jetzt wüsste, wie man die isst, würde ich jetzt einen direkt probieren. Gourmet-Bananen, Bananen sind auch belastet. Ich probiere es trotzdem einfach aus. Ich will es einfach wissen. Ich weiß, dass das mich vergiften wird, aber in welchem Maße und ja. Feldsalat ist laut meiner Liste von Greenpeace halt überhaupt nicht belastet, also grünes Licht sozusagen. Und Feldsalat ist eigentlich mein Lieblingssalat. Ist auch ein bisschen fettiger für einen Salat. Besonders vom Kalorienanteil, glaube ich, 40%. Schmeckt mir richtig gut. Ist halt nicht so nährstoffreich wie jetzt biologischer Salat, aber der hat speziell sehr viel Jod, was sonst kein Salat hat. Zwei Stück davon. Bio-Äpfel, weil ich richtig Lust auf Äpfel habe zum Entsaften.
Bio-Tomaten, weil meine schlecht geworden sind. Ach ja, Preise. Feldsalat 80 Cent pro 125 Gramm. Äpfel 2 Euro für 750 Gramm. Tomaten 1,50 € pro 50 Gramm. Bio, also Äpfel und Tomaten. Gourmet-Bananen 88 Cent, waren glaube ich im Angebot. Für 250 Gramm 88 Cent. Also 3,80 € oder so. Ne, 3,60 €, 3,50 € pro Kilo wären das. Mango habe ich mir noch zwei geholt. Da genau, da wollte ich vergleichen heute noch. Von dem konventionellen zu Bio. Also vom Geschmack her sind die mittelmäßig bis okay. Und die Bio sind ziemlich geil. Zum ersten Mal Bio-Birnen habe im Netto gesehen. Und Birnen bisher haben ja alle nicht so gut geschmeckt. Auch nicht Bio. Da bin ich auch gespannt. Für 500 Gramm 1,30 €. Das geht eigentlich. Also ich bin wirklich froh, wenn ich sowas mache, anstatt dass ich irgendwie den Kochtopf zurückfalle. Auch wenn ich jetzt hier wieder eigentlich so ein Plastik habe. Aber diese Plastikteile, die kann ich halt gebrauchen, wenn ich mir Pflanzen anzüchte. Das kann ich gebrauchen. Den restlichen Plastik natürlich nicht. Physalis, die habe ich da schon eine probiert, die schmecken mittelmäßig. Und da meine ich auch, dass ich die Giftstoffe da rausschmecke schon, weil ich eigentlich gegessen habe. Auch zum ersten Mal probiert. Aber ich merke auch direkt, also ich spüre da direkt, wenn die so schmecken würde, wie die von Natur aus schmecken sollte, dann würde die richtig, richtig Hammer schmecken. Und wir singen, da wollte ich mehr Chips draus machen. 80 Cent. Die Physalis. 88 Cent. Dann hab ich hier noch was. Hier nicht, hier vorne. Frische Feigen. 3 Stück. Ich habe auch noch nie frische Feigen gegessen. 87 Cent pro Stück. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind. Ich mache gleich auf jeden Fall noch ein Video mit einem Geschmackstest von den Sachen, die ich noch nicht gegessen habe. Also noch nie gegessen habe. Die reif sind. Und was war denn das hier nochmal? Passionsfrucht. Schmeckt okay, sage ich mal. Davon habe ich schon mal eine gegessen. Hatte ich auch mal Bock drauf, auf die Abwechslung einfach. Und zwei Avocado-Sorte Hass dürften übermorgen reif sein oder morgen schon. 84 Cent pro Stück. Ja. Alles klar, der gesamte Einkauf sind 25 Euro. Alles, was jetzt da liegt, ich zeige das mal kurz. So. Und natürlich die Minze, die noch unten steht. Also 25 Euro dafür. Und mit meinen jetzigen Kalorien werde ich damit auskommen für ungefähr 6 Tage. Würde mir das mit meinen jetzigen Kalorien reichen. 5,5 Tage, sage ich mal. 25 Euro. Ja, oder 6 Tage eher sogar. Ja. Bis zum nächsten Video, wo ich den Geschmack teste.